together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo. Hallo. Und wir haben natürlich wieder einen Gast bei uns und das ist diese Woche. Hallo. Freut uns sehr, dass du hergekommen bist und ich hab schon gesehen, du bist super vorbereitet. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin schon gespannt, was da drauf steht. Ja, ich auch. Also ich danke, dass ich da sein darf. Ja. Ich habe es trotz Sturm durch Simmering geschafft. Das war mir schon wichtig. Ja. Nein, ich bin gar nicht so gut vorbereitet. Ich habe mir nur gestern einmal gedacht, das ist ja spannend, wenn man mal nicht über eine andere Marke spricht, sondern vielleicht einmal über sich selber als Person sollte man sich vielleicht einmal anfangen, Gedanken zu machen. Jetzt bin ich 44, aber es ist ja nie zu spät. Genau, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist 44 und laut LinkedIn und Facebook Head of Marketing bei Hello Yuna. Genau. Ja, es ist eine App für alle möglichen Kundenkarten, erhältlich im Google Play Store und im Apple Store, wo man Apps kauft. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht bei Apple aus, wie das heißt. App Store. Genau. Genau. Und wir kennen dich als so diesen kreativen Marketingkopf, bei dem auch so Musik ein bisschen mitschwingt und Berlin und Wien und alles, was so ein bisschen cool ist. Das verbinden wir so mit dir. Danke. Und deswegen erklärt die Brenda jetzt kurz das Thema, warum wir das gewählt haben. Ich bin total gespannt, ob du die Quote zu dem Thema, ob du sie erkennst. Okay, na ich auch. Und zwar, you're the product, you feeling something, that's what sells. Was verkaufst du heute? Das ist die Quote. Ja. Es ist von Don Draper von Mad Men. Cool. Ja. 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 Ich fürchte, zu der Folge bin ich aus Zeitgründen dann nicht gekommen. Aber ich freue mich drüber. Ja, ja, also ja. Es geht, wir haben uns gedacht, wir reden ein bisschen so Klischees über Marketing, ja, Marketing und so. Mhm. Und wie du dazu gekommen bist, wie sie es entwickelt hat und so. Was ja ganz witzig ist, dass der Christoph eigentlich meinen Bruder kennt von früher. Ja. Wirklich? Haben gemeinsam gearbeitet, ja. Ja, das bei der Telekom gut. Austria. Damals noch. Die jetzt nicht mehr so heißt. Ja. Damals hat sie überhaupt Chat to Web, glaube ich, mal geheißen, gell? Ich glaube. Jetzt, wo er eins ist und dein Bruder noch dort ist, ist alles gut. Ja, also das ist unser Thema, aber es soll natürlich um dich gehen und um deine ja. Geschichte im Marketing und so. Mhm. Und wir können endlich über Dubai reden. Ja. Der Christoph und ich nehmen uns ja seit 2 Jahren vor, dass wir austauschen, warum er eigentlich in Dubai war. Das stimmt. Okay. Und immer, wenn ich dann gesagt habe, reden wir jetzt drüber, so, heute geht's nicht. Deswegen, heute muss es gehen. Ja, das stimmt. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob ich immer der Einzige war, der gesagt hat, es geht gerade nicht. Gell? Das möchte ich nur sagen. Also, also ich kann mich an 2 Occasions erinnern. Okay, ja. Ja, das ist natürlich dramatisch dann. Ja. Nein, das war nicht dramatisch. Wir haben es geschafft. Es wird eine vielseitige Folge, kann man sagen. Ist möglich. Also, aber wir fangen mit den Questions zu Go on. Gerne. Du hast neue. Es ist total spannend. Oh. Das ist deine beginnt. Wow. Okay, Frage Nummer 1. Wenn du eine Karte für ein beliebiges Event bekommen könntest, welches Event wäre es und warum? Ich würde gerne mal zu den Oscars. Das sage ich vielleicht aber jetzt auch deswegen, weil die gerade waren, weil das mit dem Kurzzeitgedächtnis ist. Nein, ich würde gerne mal zu einer wirklichen riesigen, bombastischen Entertainment-Veranstaltung, weil ich glaube, dass das einfach so eine orge Show sein muss und so brutal projektgemanagt, das fände ich echt spannend. Ja. Facebook, Twitter oder Instagram? Gespräch. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es? Auf Knopfdruck einschlafen können. Als Kind wollte ich werden? Ich wollte mal Müllabfuhrfahrer werden. Also hinten drauf, nicht der, der fährt, sondern der hinten mit den Mistkübeln hantiert. Und dann war gleich danach Verschieber bei der ÖBB. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das sind die Leute, die im Bahnhof mit dem Helm herumlaufen und schauen, dass die Waggons richtig angehängt sind. Also klassische Marketing- und Kommunikationsberufe. Abschalten kann ich am besten bei? Momentan mit meinem Sohn auf der PlayStation FIFA spielen. Ausschlafen oder früh aufstehen? Wunsch oder Realität? Vom Typ her absolut ausschlafen und so spät wie möglich raus. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Was würdest du machen, wenn du einen Tag unsichtbar wärst? Ich würde wahnsinnig gern mal einen Tag bei meinem Sohn in der Schule verbringen und schauen, wie das eigentlich so ist für ihn. Weil man sieht es ja nie. Ja. Ja? Also man kriegt ja immer Erzählungen, teilweise von eben den Pädagogen oder Pädagoginnen und von ihm als Schüler. Und dadurch, dass ich jetzt auch viel in Berlin bin einfach und so gesehen leider zu wenig direkten Kontakt mit ihm auch habe und mit meiner Familie generell, würde ich das einfach urspannend finden, das mal mitzuerleben. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Also tatsächlich mit angenehmen Gesprächen und mit stressfreien Situationen. Wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist? Das ist geil. Ich weiß nicht, manchmal glaube ich eher vorher richtig sprechen können. Nein, ich glaube, ich bin irgendwie bei, ehrlich gesagt, um die 25 hängen geblieben. Ja. Was ist die blödeste App auf deinem Handy? Also für mich die blödeste App, darf ich es aktuell sagen? Ja, klar. Ganz aktuell, weil ich mich heute schon so drüber geärgert habe, die ÖBB-App. Weil es nicht möglich ist, ein Ticket um 4,70 Euro so zu kaufen, dass man einfach nicht 17 Sicherheitsabfragen hat. Ja, ja, definitiv. Und deswegen ist die blöd. Danke sagen möchte ich. Meiner Familie, also allen, die mich aushalten und den Schritt nach Berlin mitgetragen haben und mittragen jeden Tag. Questions to Go gemeistert. Ja. War sehr spannend. Wir haben jetzt im Off auch noch weiter darüber geredet. Stimmt. Aber wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema und zu unseren Hauptfragen und gleich mal zu unserer Einstiegsfrage. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur, wie er geschmeckt hat, sondern geht ja auch oft darum, mit wem man den getrunken hat, in welcher Situation der war. Mhm. Also generell ein guter Kaffee für mich war, also ich hab ja fast 2,5 Jahre gar keinen Kaffee getrunken, weil ich gemerkt habe, dass ich den Kaffeekonsum nicht mehr im Griff habe, sondern eher mich. Und das war schon echt ein bisschen viel, hat irgendwas mit, glaube ich, Wahlkämpfen damals zu tun, ich weiß nicht. Und es war dann wirklich total cool, nach dieser langen Koffeinabstinenz dann wieder mal einen echt guten Kaffee zu trinken und sich einfach darauf zu freuen, dass das jetzt auch noch gut schmeckt und nicht einfach den Sinn hat, dass man irgendwas in sich reinschüttet. Ja. Hat gut geschmeckt? Es hat super geschmeckt. Echt? Ja. Obwohl ich eigentlich immer damals auch Espresso getrunken habe, ohne Milch, und dann auch wieder mit Espresso angefangen hat. Mir hat das gleich wieder super geschmeckt. Ja. Aber ich habe es jetzt im Griff. Warum hast du damit aufgehört, dass du gar keinen Kaffee? Also weil ich vom Typ her jemand bin, der relativ schwer Dinge extrem normal unter Anführungszeichen machen kann. Also wenn ich beginne, viel Kaffee zu trinken, dann trinke ich enorm viel Kaffee. Mhm. Und der einzige Cut, ich weiß es, weil ich habe vor, also das ist der erste Stopp von Suchtverhalten war das Rauchen bei mir, wo ich 2003 aufgehört habe. Und wirklich einfach von 2 Backerl am Tag auf 0 gegangen bin, weil ich gewusst habe, alles andere ist bei mir, sorry, Selbstbeschiss. Ja, das geht sich nicht aus. Ja. Und dann habe ich gedacht, beim Kaffee mache ich es auch so. Ja, und es hat gut funktioniert. Aber ich habe nicht wieder angefangen zu rauchen. Total brav. Ja. Total brav. Okay. Und bist du so ein Kaffee-Nerd? Nein. Also ich finde, man sollte schon einen gewissen Anspruch generell haben an Dinge, die man in seinen Körper reintut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf der Suche nach dem perfekten Espresso werde oder irgendwas. Ja, das ist nicht so. Ja. Und weil du bist jetzt viel unterwegs, ja? du bist pendelst zwischen Wien und Berlin. Und was ist da der Unterschied? Irgendwie kommst du, also zwischen Wien und Berlin im Kaffeeverhalten? Im Kaffeeverhalten? Ja. Weil Wien ist doch so, das hat doch. Ja. Kaffee trinken hat ja doch mehr als das nur. Stimmt. Kaffee trinken. Was auf jeden Fall funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das ist, weil es so ist, dass man als Österreicher in Berlin, also zum Beispiel bei mir in der Firma, mit dem Thema Kaffee einfach angeben kann, weil alle glauben, dass man genau weiß, wie der beste Kaffee auf der Welt ist, weil man kommt ja aus Österreich. Ja. Man kann dabei auch noch unfreundlich sein, was auch ein Vorteil ist, ja, wegen dem Kaffeehaus-Image, ja, dem Kellner-Image. Nein, aber ich glaube, es ist einfach, es hat in Berlin, soweit ich es sehe, einfach nicht die Bedeutung, dass es gibt einen Platz, wo man besonders wegen Kaffee hingeht oder das einfach so heißt wie dieses Getränk und man geht hin und setzt sich hin. Und ich glaube, was aber nichts mit der Kultur dort zu tun hat, sondern es geht dort einfach um andere Getränke vielleicht auch einfach, ja, ganz blöd gesagt. Also vielleicht sitzen, dort sitzen halt die Leute und schütten sich mit Mate zu. Also tatsächlich. Aber mir ist das auch aufgefallen, dass jetzt, wie ich in Berlin war und davor auch in Köln, und ich war halt immer mit meiner österreichischen Wiener Boygroup unterwegs. Mhm. Und da war auch immer das Erste, wie wir ins Airbnb gekommen sind, wir gehen jetzt gescheiten Kaffee kaufen, Punkt 1. Und dann in der Früh, wenn es doch irgendwie am Weg zur Uni ein Kaffee hat sein müssen, dann war das immer irgend so ein grausliches irgendwas Wasserl, wo jeder einfach so, na, den trinkt man nächstes Mal nicht mehr. Weil also das ist schon so ein bisschen so eine österreichische Snobbigkeit, was den Kaffee betrifft. Voll. Ja, also ich glaube Kaffee, also diese Vollautomaten, diese berühmten, ich glaube, die haben in Deutschland mehr Chancen.
glaube ich auch. Jeder, der die Folge letzte Woche gehört hat, weiß jetzt, wovon du sprichst. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ich glaube, da gibt es auch prominente österreichische Politiker, die sich dazu schon Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel. Ein emotionales Thema. Ja, hochemotional anscheinend. Vollautomaten ist so echt das Thema. Ja. Aber fangen wir von vorne an. Ja. Wie ist es passiert? Wie bist du so in diese ganze Werbungs-PR-Marketing-Geschichte gerutscht? Oder war es eine bewusste Entscheidung? Nein, das war total unabsichtlich. Also wirklich, ja. Ich habe auch gar nicht gewusst, in welche Branche ich da komme oder okay. In welchen Zusammenhang. Das ist generell ein bisschen was mich in meinem Leben verfolgt, dass ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken drüber mache, wie heißt jetzt das gerade, sondern ich finde, es sollte halt irgendwie Spaß machen und irgendeinen Impact haben irgendwo. Also ich habe eigentlich, war das so, also nicht nur eigentlich, es war so, ich habe versucht zu studieren, 3 Monate erfolglos in Graz. Und habe mich aufgrund meiner Dauerliebe Musik damals auf der Technischen Universität für Tontechnik eingeschrieben. Das war in Verbindung mit der Musikschule Graz. Und was ich nicht wusste, ist, dass es da gar nicht um Musik geht, sondern darum, wie man dann irgendwie eben Instrumente baut, also eine E-Gitarre oder ein Mischpult dann halt baut. Und das war es nicht so ganz. Dann, ja. Aber ich bin halt dann raus und habe gewusst, okay, jetzt werde ich nicht studieren, also wäre es irgendwie vielleicht nicht blöd, mal was mit Arbeit zu machen. Und ich habe dann in Wien ein bisschen Tontechnik weitergemacht und ein lieber Freund von mir, der Mario, hat damals bei der EMI, bei der Plattenfirma, als Aushilfe gearbeitet. Mhm. Und der hat im Wesentlichen das gemacht, was ich dann auch gemacht habe dort, nämlich 2-mal in der Woche einen Tag lang CDs in Kartons verpackt und sie an Journalisten geschickt. Ja, also das war ja alles noch vor der MP3-Zeit, so lange ist das ja schon her wieder. Das heißt, da hast du dann diese Fächer gehabt und da waren dann 5 CDs drinnen und die hast du dann einfach in den Karton gegeben, hast das Adresspickel drauf getan und hast das weggeschickt. Also die Geschichte ist eigentlich wirklich ganz gut. Ich habe sie sogar mal aufgeschrieben, weil ich so gern dran zurückdenke. Und ich habe eigentlich damals aber auch noch immer keinen besonderen Bezug dazu gehabt, jetzt plötzlich bei einer Plattenfirma unbedingt arbeiten zu müssen. Ja, ich habe mich halt gefreut darüber, dass es etwas ist, wo ich Geld verdiene und halt mal schauen kann, was so passieren wird. Und irgendwann hat mich dann dort ein lieber Mensch, der Bernd Renglishausen, das ist der ehemalige Manager von der ERV. Okay. Mit dem Falco hat er viel gemacht, mit der Christina Stürmer hat er viel gemacht. Cool. Ja. Ist jetzt schon im wohlverdienten Musikruhestand. Ja. Und der Bernd ist auf mich aufmerksam geworden, aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er mir damals tatsächlich meinen Fischmeck weggefressen hat, den ich mir gerade bei McDonald's gekauft habe. Und ich war halt noch ganz neu dort und habe mich irgendwie auch noch nicht getraut, da so richtig jetzt mich aufzuregen. Und dadurch sind wir aber irgendwie ins Gespräch gekommen. Und da war es nicht nur eine tolle Freundschaft entstanden, sondern B, habe ich auch durch ihn tatsächlich, das war einer der Menschen, wo ich auch sehr viel gelernt habe im Umgang mit anderen Menschen, der einfach nie Angst davor gehabt hat, anderen was beizubringen. Und der hat mich da eigentlich so mitgenommen und ich habe es gar nicht einmal für mich realisiert, dass ich eigentlich dann schon richtig als Assistent dann quasi in der Marketing- und Kommunikationswelt gelandet bin. Und irgendwann habe ich dann die erste Visitenkarte gekriegt und dann ist halt draufgestanden. Ja. Jetzt ganz blöd gesagt. Hast du das Gefühl, dass sich das so schnell entwickelt, dass man das auch ganz schwer zu erklären ist, was man da genau macht? Ich glaube, es ist schwer zu sagen, was man genau macht. Ich glaube, man kann es für sich schon auf einen Nenner irgendwo bringen, was man denn so glaubt, dass man eigentlich macht. Und verkaufen. Also, ja, das ist leider die brutale Realität bei viel zu vielen, Marketing- oder kommunikationsbezogenen Themen. Also für mich ist ja schon einmal allein die Unterscheidung zwischen Marketing und Kommunikation die größte Katastrophe, die es eigentlich geben kann in Organisationen. Ich meine, das eine oder das andere wird halt nicht gut funktionieren. Und dann gibt es noch die besonders lustige Eigenschaft, dass man dann auch noch unterteilt in bestimmte Zielgruppen in der Kommunikation und dann sagt, na, interne Kommunikation schaut bei uns anders aus als externe. Und ich glaube, wenn man mitgekriegt hat, wie sich Organisationen entwickeln in den letzten Jahren, in den letzten 15, 20 Jahren, ist das einfach ein Massivfehler, in diese Kategorisierung reinzumarschieren auch. Ja. Und ich glaube, dass am Ende des Tages, ja, geht es ganz brutal darum, Dinge zu verkaufen, weil sonst wird man auch kein Geld verdienen können, blöderweise. Aber ich glaube, es lässt sich einfach nichts mehr verkaufen, was nicht einen Sinn stiftet. Also es lässt sich schon verkaufen, aber die Leute werden es nicht besonders lang verwenden halt. Ja, ich meine, das ist deswegen auch das Thema, dass you're the product, you're feeling something, that's what sells. Ja. Man verkauft man ein Gefühl. Genau.
Weil, also ich habe wir haben die Quote rausgesucht und dann habe ich ein bisschen dazu gelesen, dass halt diese ganzen Madman-Sprüche, dass das schon noch einen Hintergrund hat. Ja. Und dass dieses früher, dass man verkauft ein Produkt und sagt, das ist jetzt ein tolles Auto und wenn du das Auto hast, bist du super. Heute verkaufst du das Gefühl mit dem Auto. Genau. Das ist jetzt meine Meinung. Warum glaube ich, dass das genauso ist, wie du sagst? Also da stimme ich euch und dir vollkommen zu. Ich meine, was ist denn das Grundproblem, das man heutzutage hat? Man hat für alles viel zu wenig Zeit generell. Also eines der Grundprobleme. Ja. Also ich bewundere jede Person und ich glaube es auch jeder Person, die das sagt und sagt, na, das ist nicht mein Thema, weil ich habe das irgendwie... ist das bei mir anders, großartig. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen sich auch in dem Bereich so viel verändert hat, weil das Einzige, was du in kurzer Zeit wirklich fassen kannst und bei dir einschlagen kann als Mensch, ist halt Emotion. Mhm. Ja? Ein 20-seitiger Text, warum das Waschmittel besonders weiß wäscht, wird sich nicht ausgehen in den paar Sekunden, die du noch Zeit hast, sozusagen. Und ich glaube, da liegt einfach sehr viel drinnen. Und das Interessante an der Geschichte ist halt, dass ich glaube, dass deswegen aber auch nur Produkte verkauft, also wirklich sinnvoll und langfristig verkauft werden können, also wo du wirklich eine Markenbindung aufbaust, ja, wo du entweder einen Grundbedarf stillst, also wenn jemand viel fliegen muss, dann wird man halt fliegen müssen. Ja? Also da brauche ich jetzt noch keine wahnsinnig emotionale Bindung, die brauche ich erst dann, wenn ich mich entscheiden muss, für welche Fluglinie oder mit welcher Fluglinie. Aber wenn es um Dinge geht, die vielleicht gar nicht so die Grundnotwendigkeiten abdecken, brauchen die irgendetwas, was eine Grundemotion abdeckt. Ja. Ich war lustigerweise jetzt die letzten 3 Tage in München und am Mittwoch bei einer Veranstaltung, einer Konferenz, wo es genau darum gegangen ist, also Markenbotschaften, der Purpose hinter den Marken, dass sie jetzt alle, dass es nicht mehr reicht, nur eine Marke zu sein, sondern du musst doch was, einen gesellschaftlichen Mehrwert irgendwie transportieren. Mhm. Und das ist ja irrsinnig schwer, als Marke auch die Authentizität aufzubauen, dass dir das die Leute abkaufen. Da haben sie dann 2 Extrembeispiele gebracht. Das eine war die BVG, die ich ja saugeil finde, Social Media Marketing technisch, denen man das einfach abkauft, wenn sie eine Kampagne fahren, wo es heißt so, ja, wir sind jetzt nicht so die Besten, aber mein Gott, na, lebt's mir. Also es ist halt wirklich, wirklich gut gemacht. Das war die eine, das war das gute Beispiel und dann das... schlechte Beispiel war zum Beispiel, und das habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen, dass die Gillette haben eine Werbung gemacht über Be a Better Man oder so, irgendwie heißt das, die überhaupt nicht gut angekommen ist, weil sie eben als Gillette das verkörpern, dieses starke Mann und diese Klingen sind so scharf, dass du dir, keine Ahnung, was aufschneiden kannst oder Bäume damit hacken kannst oder was ich. Und dann auf einmal haben sie komplett umgedreht und gesagt so, hey, Männer können auch weinen oder Männer sie können auch dazwischen gehen, wenn sich jemand streitet. Und also es ist halt so komplett diese andere. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Wobei ich die Werbung selber ziemlich gut gefunden habe. Also die erste hat nicht funktioniert oder die zweite? Die zweite, die Gillette-Werbung hat offenbar also nicht generell funktioniert. Nicht. Also aber die, wo sie den Mann so als stark hinstellen oder die, wo sie sagen dürfen, die, wo sie sagen, er darf auch weinen, die ist überhaupt nicht gut angekommen, offenbar. Um bei der BVG anzufangen, das finde ich einfach ein super Beispiel. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, wenig Leute, die die BVG-Kampagne, weil wir dich lieben, glaube ich, heißt es ja, nicht irgendwie großartig finden. Und es ist auch tatsächlich so, also ich kann sie jetzt tatsächlich auch als momentan Wahl-Berliner beurteilen, die ist echt verdammt gut. Mhm. Ja. Und jetzt kommt das, also sie ist nicht nur verdammt gut, sie ist auch extrem mutig. Also der Mensch, der das entschieden hat, muss ich sagen, danke schön. Also der oder die hat echt Rückgrat und wahrscheinlich auch einige interne Diskussionen im Vorfeld gehabt. Ich habe den Podcast mit ihm gehört, ich weiß nicht, Mattel Beck heißt er. Ich weiß nicht, worum ich ihn gehört habe. Entschuldige, aber... Ja, na, passt schon. Ich weiß nicht, warum ich das gehört habe, aber ich habe ihn gehört. Ja. Ich weiß, ich habe es nicht gehört, ich habe es gesehen, bei Willkommen Österreich. War der bei Willkommen Österreich? Ja, weil das ist ja der auch für Joko und Klaas geschrieben hat. Okay. Und der hat so Zwangsstörungen. Okay. Und er hat ein Buch geschrieben über Zwangsstörungen, seine Zwangsstörungen. Okay. Und der hat anscheinend mitgetextet bei den BVG-Sachen. Okay. Und ja, ich habe es bei Willkommen Österreich gesehen, jetzt falls man warum. Also ich habe jetzt, der ist sicher auch bewundernswert, ich habe jetzt gemeint, die Person, der oder die bei der BVG entschieden hat, das zu machen. Weil es ist natürlich eine Sache und das muss man, glaube ich, sich ein bisschen im Hinterkopf behalten. Warum funktioniert das so gut? A, weil es super genial ist, weil die eben, genau wie du sagst, auch gesagt haben, naja, da holen wir uns auch Profis rein, die tatsächlich Comedy oder Late Night schreiben. Ja, und genauso ist ja auch die Stilistik, die sie da haben. Aber es gibt schon noch einen anderen Grund, warum es sich ausgeht. Weil jeder mit denen fahren muss. Ich kann es mir gar nicht aussuchen. Ja, stimmt. Ja, das heißt, ich bin ja dazu gezwungen,
ja, eigentlich, wenn ich dort mit den Öffis fahren möchte, mit der BVG zu fahren. Wenn die jetzt zum Beispiel, wenn die aber noch dazu den Mut unter Anführungszeichen haben, den größten, den größten Fehler, den sie haben, nämlich da zu spät zu sein, irgendwie, man wird angeschnauzt, ja, es ist manchmal auch nicht super sauber etc. Ja. Ja. Kommunikativ eigentlich zu bewerben, ist das großartig, das ist eine super Kombination. Ja. Darf ich dir dazu eine andere Frage stellen? Ich kann heute nicht reden, habe es schon geschafft, so Sätze, nicht so. Aber zum Beispiel wie die BVG, die Werbung, die ich auch super witzig finde und toll. Für mich, warum werben die? Weil ich meine, wie du sagst, wenn man fahren will mit den Öffis, muss man mit denen fahren. Genauso wie die Wiener Linien. Ja. Das würde mich interessieren, warum die eigentlich Werbung machen müssen. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also ich nehme mal an, also es, ich meine, das sind jetzt alles Mutmaßungen. Es gibt bei sowas gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, sie wollen einfach etwas total Cooles, Kreatives, Menschenverbindendes schaffen. Das ist das eine. Ich meine, die haben jetzt eine Kampagne gestartet, dass sie, glaube ich, europäisches Kulturgut werden wollen oder so. Ich meine, wie geil ist das? Ja. Ich meine, das ist unfassbar. Ich meine, ich mein, man muss auch einmal dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, wenn das, die, ehrlich gesagt, die Wiener Linien machen, ob sich das ausgeht, nämlich. Ja. Also ob da nicht das in die genaue Gegenteilrichtung umschlagen wird. Ja. Also ich glaube, da gehört schon ein sehr, sehr gutes Verständnis für die emotionale Lage der Bevölkerung und der Zielgruppe und der Gesellschaft dazu, sowas zu machen. Ja. Ich nehme an, es liegt daran, dass sie einfach ihre ganz, ganz, ganz blöd gesagt, auf eine sehr charmante und sehr erfolgreiche Art und Weise einfach ein Image generieren wollen, zu dem sie offensichtlich auch stehen, nämlich zu wissen, dass sie als Unternehmen einfach nicht perfekt sind. Mhm. Das wäre meine Vermutung. Ja. Bei Gillette, man merkt, Gesane hat einen Lieblingspodcast nicht gehört, weil dann wüsste sie, warum die Gillette-Werbung ist, wie sie ist. Warum? Ich weiß es auch nicht. Guilty Feminist. Es eine Gillette-Forschung gibt, dass, glaube ich, 75% der Rasierklingen für Männer von Frauen gekauft werden. Und deswegen ist man eigentlich draufgekommen, man musste die Werbung für Rasierklingen eigentlich auf Frauen abzielen, nicht auf Männer. Aha. Weil, ja. Ja, so gesehen hat sie dann auch funktioniert, weil sie haben eben diesen Clip gezeigt oder Konferenz und ich war so, boah, geilste Werbung ever. Also so richtig... Ja. So diese Toxic Masculinity wird so extrem angegriffen, aber so großartig, endlich, ja, also, genau. Ja. Und aber alle Männer, also es waren halt so, sorry to say, mit 40er Weise Marketing-Männer, waren alle so, ne, also braucht man echt nicht. Ja, aber man hätte mal fragen müssen, wer ihre Recycling gekauft, hart gesagt. Ja. Das stimmt. Stimmt. Und das ist der Hintergrund der Gillette-Kampagne. Ja, das ist aber schlau. Das ist, ja. Das ist, gilt die Feminist hören, weil über die Bande gespielt. Ja. Wobei dann die Frage ist, also wie sie das diskutiert haben, war dann die Frage, dass sich die Gillette dann schon ziemlich auf die Schulter geklopft hat, dass sie jetzt eigentlich so feministisch sind und so. Dann. Und ja. Vielleicht auch nicht. Ja. Siehst du, und das ist genau das, weil es vorher auch gekommen ist. Jetzt dieses Thema der Glaubwürdigkeit, etwas Gesellschaftliches, Wertvolles zu machen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du es genau gesagt hast, aber so irgendwie, glaube ich, in diese Richtung. Ja. So kann man es dann halt auch gleich wieder zerstören, finde ich. Ja. Weil, also entweder man macht etwas aus ganzem Herzen, ja, und noch einmal, die müssen ihre Rasierklingen verkaufen, sonst müssen sie zusperren. Das ist ja auch okay und gegessen. Ja. Ja. Aber wenn man dann etwas Gutes tut, also du siehst ja ganz oft, das ist ein total spannendes Thema, ich habe mich jetzt die ganze Arbeitswoche tatsächlich genau damit auseinandergesetzt, naja, weil das Produkt, für das ich Marketing- und Kommunikationsverantwortlich bin, momentan ich kann aber noch nicht ins Detail gehen, weil es kommt, aber momentan noch eben genau diese Komponente gar nicht mit drinnen hat. Okay, verstehe. Und wir haben uns jetzt eine Woche lang sehr, sehr intensiv in Workshops mit lauter schlauen Menschen damit auseinandergesetzt und für mich hat es eigentlich in der ganzen Geschichte nur eine einzige Regel gegeben und die einzige Regel war, es kann unmöglich als Idee auf den Tisch kommen, dass wir einen Betrag X für irgendetwas spenden. Ja? Mhm. Das ist für mich nicht authentisch. Das kann ich als Privatperson machen und ich kann es als Milliardenunternehmen machen, weil ich dann einfach auch einen anderen Impact habe. Ja? Aber das kann nicht, die Botschaft kann ja nicht sein, ich habe jetzt irgendwo gelesen, Corporate Social Responsibility ist cool, dann machen wir es halt. Ja? Ja. Das ist ja genau das Problem, dass du hast, dass Marketing Werbung verkauft dadurch. Mhm. Ja? Teilweise auch dieses eher, wie sagt man da, mit der Faust ins Gesicht Image jetzt im Negativen teilweise kriegt, weil einfach, glaube ich, viele Menschen, die in dem Bereich tätig sind, sich selbst und ihre eigene Marke viel zu wichtig nehmen und ihr eigenes Produkt und eigentlich vergessen, dass mit dem, was man da tut, man jeden Tag ein Signal senden kann auch. Mhm. Ja? Und das muss aber auch passen. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, wir haben ein Produkt X und wir werden jetzt noch alle Robben der Welt retten, das geht sich vielleicht gar nicht aus. Ne? Ja. Bei der Gillette-Geschichte war dann der Punkt, dass die gesagt haben, ja,
es wäre tatsächlich richtig feministisch, wenn Gillette halt Rasierklingen machen würde, die gleich für Männer und Frauen sind und auch für gleich viel kosten. Mhm. Weil Frauen Rasierklingen teurer sind als Männer. Ist so. Ja. Ja. Und eigentlich wäre das der richtige, also wenn man authentisch das umsetzen will, wäre das der Akt und nicht. Genau. Ja. Und warum? Weil es ein Eingriff in die Organisation ist und kein Eingriff in die Werbung. Weißt du? Das, was sie gemacht haben, ist ein Eingriff auf einem bestimmten Kanal, in einem bestimmten Format, einfach etwas zu behaupten. Ja. 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 Und das zu machen, ist echt. Das stimmt. Mhm. Ja. Glaubst du, hätte das mehr gebracht? Ich befürchte, sie hätten es nie durchgebracht, weil irgendwo jemand mit einem Excel-Sheet sitzt und sagt, Alter, das können wir unmöglich machen, da verlieren wir doch 10 Millionen Euro Bonus pro Jahr. Ja. Ja, und das ist halt das Problem. Aber vielleicht wollen sie es machen, vielleicht magst du es in ein Konzept messen oder ihr und schicken. Ja, aber Copyright ist schon, ne? Du hast das gesagt. Aber glaubst du, also ist es für dich im Marketing so, dass die Kreativen scheitern an den Excel-Listen-Leuten und die Excel-Listen-Leute scheitern an den Kreativen manchmal? Nein, also so dramatisch, also so nicht gleich dramatisch, aber so extrem sehe ich es nicht. Es gibt ja immer auch Beispiele, wo es genauso ist und Beispiele, wo es nicht so genauso ist. Ja. Ich glaube, dass sich gute Kreation nicht in erster Linie dadurch definiert, dass es irgendwo in einem Excel-Sheet ein rotes Feld gibt, wo drinnen steht, um Gottes Willen, wie viel hat der Dreck gekostet. Mhm. Ja. Sondern ich glaube, gute Kreation ist etwas eher umgekehrt, ehrlich gesagt, in einem bestimmten Rahmen ein sehr gutes, disruptives, also aus dem eben in kurzer Aufmerksamkeitsspanne sich befindend, Menschen auf etwas aufmerksam machen zu können. Also ich glaube, eine gute Kreation sollte so wenig wie möglich mit Produktionskosten zu tun haben. Wenn es so ist, dass man eine Idee hat und auch die Produktionskosten jetzt zum Beispiel, ja, das Produktionsbudget hat, es so zu machen, dann ist das ja großartig, ja, wenn das genau zusammenpasst. Aber ich glaube, die gute Kreation findet eher, also die wirklich, wirklich gute Kreation, findet nicht dort statt, wo sie anhand von, was war die aufwendigste Produktion und wie lang dauert der Fernsehspot und wie arg sind die Effekte, sondern ist immer die Idee zuerst. Ja. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es eher auch da eine Sache, wo Excel und Kreation einfach zusammenrücken müssen. Ja? Weil für eine gute Idee, glaube ich, brennen viele. Ja? Mhm. Und für eine Idee, die teuer ist, vielleicht halt nur die Idee halt gehabt haben. Oder die es nicht zahlen müssen. Genau. Ja. Aber wir sind jetzt irgendwie schon durcheinander, ja, weil wir waren jetzt gerade noch im Musikbusiness. Ja, beim Fischmeck, genau. Ja. Ja. Naja, genau. Ja. Wie ist es dann so weitergegangen? Ja, also es ist dann so weitergegangen, dass ich dann bei Plattenfirmen gearbeitet habe, bei zwei verschiedenen, also nicht gleichzeitig, sondern halt nacheinander und dann auch wieder. Und dann zu dem Punkt gekommen bin, für mich, wo halt tatsächlich dann schon das Thema der Technologie aufgekommen ist, also MP3 und was ist das alles und was ist warum wäre es vielleicht schlau, wenn eine Band eine Website hat, etc. Mhm. Und man darf das jetzt auch nicht es ist ganz wichtig, dass Österreich auch eine Musikindustrie hat. Ja? Viel wichtiger ist, dass es in Österreich gute Musiker gibt und Musikerinnen gibt. Der Stellenwert damals der Plattenfirma war noch ein ganz anderer. Also das waren wirklich Dinge, wo es wirklich größere Abhängigkeiten auch gegeben hat, ja, zum Handel, zu den Künstlern etc. Und für mich ist damals einfach eine Sache passiert und das war halt gar nicht ausgesprochen. Das tue ich mir jetzt auch leicht im Nachhinein, es so zu sagen. Mir war es damals nicht klar. Für mich nur als Einzelperson gedacht, ich habe mir gedacht, ich möchte nicht in einer Industrie arbeiten, die gegenüber einer Technologie, die es Menschen möglich macht, etwas zu konsumieren, was gut ist, ja, überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüber ist und nicht überlegt, wie es integrierbar ist, ja, sondern einfach kategorisch ablehnt, weil es eine Gefahr fürs Geschäftsmodell sein könnte. Ja. Und ich meine, nicht, dass ich das damals so hätte formulieren können, ja. Im Nachhinein gesehen kann man sagen, war mein Gefühl zumindest ein wenig richtig, ja, weil es ist teilweise so passiert. Ja. Ja, es ist nicht zugrunde gegangen, das ist ja das nächste Problem, dann sagen alle, es ist zugrunde gegangen, das stimmt ja nicht. Der Musikbranche mit Verkäufen geht es noch immer relativ sehr gut eigentlich. Ja. Sie haben es halt einfach verschlafen. Für mich war das dann der Grund zu sagen, nein, möchte ich nicht mehr machen. Und bin dann relativ schnell auch aus der Branche sozusagen, also aus der Branche Plattenfirma raus. Habe dann 6 Monate nichts gemacht, das war super. Also war arbeitslos, ja, wie man so schön sagt. Und ich sage es ganz ehrlich, auch ein bisschen bewusst arbeitslos. Ja. Also gewünscht. Ich wollte eigentlich damals auch ein bisschen Ruhe haben. Ja.
weil die Industrie schon eine sehr, sehr zehrende ist. Mhm. Ja, hab dann, was habe ich dann gemacht eigentlich? Genau, dann habe ich angefangen bei Multimedia-Agenturen zu arbeiten, also so Website, E-Commerce-Themen. Mhm. Bin dann eben zum Unternehmen deines lieben Bruders gekommen, zur Telekom Austria damals, in dem Bereich von Online-Internet. Bin dann damals wieder über das Thema Musik gestolpert, mehr oder weniger, oder das war eigentlich einer der Gründe, warum die überhaupt gedacht haben, dass es gescheit ist, mich zu holen. Die haben damals mit dem, was jetzt A1TV ist, angefangen, mit der On.TV, also noch Online-Streaming zu machen, und haben halt da natürlich auch das Thema Musik, Videos, Entertainment etc. gehabt, wo ich halt ein bisschen was tun konnte, und aber auch das Thema Music-Download gehabt. Und das war dann ich bin der Telekom, dann gab es noch ein paar weitere Projekte, war auch alles schön. Dann bin ich von dort zu einer damals noch kleinen, jetzt mittlerweile echt großen und ganz, 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 ganz schon damals super und jetzt noch supereren Below the Line Agentur gegangen und habe einen Automobilhersteller beraten, beziehungsweise war Kundenberater für den Automobilhersteller dort, für einen schwedischen Automobilhersteller, wo wir im Offline-Event-Bereich sehr viel gemacht haben. Und von dort bin ich dann 2 Jahre nach Dubai gegangen. Warum bist du nach Dubai gegangen? Aber hast du gesehen, wie schnell ich jetzt diesen Teil gemacht habe, damit wir unbedingt über Dubai reden können? Ich habe schon drauf gewartet. Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich sage es ganz ehrlich, weil ich einfach wissen wollte, wie das ist. Wie hast du es gefunden? Also teilweise so, wie ich es mir vorgestellt habe und teilweise so arg, wie ich es mir gar nicht vorgestellt habe. Also ich muss dazu sagen, wir sind ja damals, also ich bin war schon damals mit meiner jetzigen Frau, mit der Christina, in einer Beziehung, und wir hatten damals beide durchaus sichere Jobs in Österreich. Das war 2007, glaube ich. Ja, 2007 war das. Die Entstehungsgeschichte ist schon so absurd, dass ich mir gedacht habe, eigentlich sollte man es unbedingt machen. Ein Freund von mir hat damals schon in Dubai gearbeitet. Mhm. Ja? Und zwar ist das ja dort so, das ist ja alles, es gibt ja 2 Unternehmensformen. Die eine sind die, wo du zu 51%, zumindest war es damals so, ich weiß nicht, ob sich's geändert hat, zu 51% einen Einheimischen als Investor und Teilhaber haben musst, sonst kannst du sie gar nicht haben. Mhm. Ja? Und dann gibt es die im Bestimmten, die nennen sich Free Zones, also Freizonen, auch geografisch, angesiedelt sind, wo du auch als internationales Unternehmen ohne lokale Beteiligung rein kannst. Der hat bei Variante 1 gearbeitet, sprich in einer Firmengruppe, die zu 51% Emiratis gehört hat und wo verschiedene Unternehmen drinnen waren. Er selber hat in so einer Firma gearbeitet, die sich damit beschäftigt hat, Privatjets zu vermieten. Das ist dort recht gut gegangen. Ja. Ist er bereit dafür? Ja. Rumor has it, es geht noch immer ganz gut. Ja. Den haben wir besucht einfach dort, weil wir auch noch nie dort waren. Und dann sind wir halt hin und waren auf Urlaub eine Woche. Und dann sagt er halt, du, sorry, ich muss jetzt kurz rein in die Stadt, unter Anführungszeichen halt, und treffe meinen Chef und komm halt mit. Ja. Und dann sind wir halt dort beim Starbucks klassischerweise, dem Café gesessen, auf der Sheikh Zayed Road, das ist diese riesen Stadtautobahn. Und damals war es wirklich so, dass du wirklich tagesweise zuschauen können, wie sie bauen dort. Mhm. Das war ganz extrem. Ja. Das war quasi gerade noch Hochblüte vor dem finanziellen Crash. Und wir sitzen halt dort und dann fragt mich halt der Chef, was ich halt so mache, und ich sage halt, ja, so Marketing und Kommunikation, und der sagt, ja, hast Lust, da zu arbeiten, und ich sage, wo zu arbeiten, ja. Und er sagt, ja, ich habe so eine Firma, und da brauche ich jemanden. Und ich sage, okay, und was brauchst du für jemanden? Ja, einen Europäer hauptsächlich. Also, das ist aber schon, also ich könnte gerne über die Firma weiterreden, aber das ist ein Punkt, und der ist eigentlich schon relativ heftig, weil, und das ist das, was mich dann auch so, oder uns dann auch wirklich sehr, sehr gesellschaftlich und moralisch beschäftigt hat in der Gegend, ist, dass dort tatsächlich Herkunft über Kompetenz, über Menschlichkeit, über alles drüber gelegt wird. Also du hast dort eine ganz klare Hackordnung, und die Hackordnung ist Einheimische, und dann kommt lang nichts. Ja. Ja. Und dann kommen Europäer, Amerikaner, Australier, so war es damals. Ja. Und dann geht es weiter. Und leider Gottes, ganz unten in der Hackordnung sind dann die Leute, die es dann 800 Meter bei 50 Grad runterhaut, das sind dann die Bauarbeiter. Ja. Ja. Und das ist etwas, worüber ich damals überhaupt noch nicht so nachgedacht habe, aber was uns dann extrem bewusst geworden ist dort. Aber es ist aber nicht bewusst, ich glaube, also das ist mir erst bewusst, wenn man dort ist. Also das, ich glaube, das kann man sich auch von hier aus ganz schwer vorstellen, wie das ist. Ja,
Du wohnst einfach in einem Ding, das mit Gold überzogen ist, aber ich finde halt, die Goldschicht ist relativ dünn. Ja? Und wenn einmal ein bisschen der Wind geht, ist die weg, so bildlich gesagt. Also du hast halt, ich meine, du kannst auch über diese Dinge dort nichts lesen. Es ist ein bisschen besser geworden mittlerweile. Das kann sein, also zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass du über Dinge, die wirklich passiert sind, die ich auch selber mitgekriegt habe, das ist nicht, in der Zeitung ist dort nur gestanden, wie toll alles ist. Ja. Also das ist echt heftig und da sieht man eigentlich, wie ganz ehrlich gesagt, wie hilflos man solchen Systemen dann gegenübersteht, weil da gab es, also weiß nicht, ob wir darüber reden wollen, aber da gab es einfach ganz, ganz, ganz arge Sachen dort, wo ich mir gedacht habe, das darf jetzt nicht wahr sein. Und die dann in Verbindung mit der beginnenden Wirtschaftskrise auch dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, sorry, super Erfahrung, aber auch mit Grenzen. Ja, also ich habe auch Freunde gehabt, die dort gearbeitet haben. Ja. Also sie war Lehrerin, er hat bei Siemens gearbeitet. Ja. Natürlich hat er nicht in einer High-End-Branche, die halt auch nicht so viel verdienen, also die für unsere Verhältnisse wahnsinnig viel verdienen, aber für dortige, okay. Ja. Ja. Und die hätte das Wohnen zum Beispiel nicht leisten können, wenn nicht die Schule die Wohnung zur Verfügung gestellt hätte, solche Sachen. Und ich finde es super sehr interessant, dass wenn man, bevor man hinfährt das erste Mal, hat man so viel mit diesem arabischen Raum zu tun. So, was darf ich anziehen und wie verhalte ich mich? Das ist dann dort wurscht. Vollkommen. Ist komplett wurscht. Ja. Aber dann plötzlich trifft man dort auf andere Sachen, die einem gar nicht bewusst sind, dass man darüber nachdenken muss. Welche wären das dann zum Beispiel? Ich habe das zum Beispiel eben das mit der hierarchischen Ordnung an Menschen, dass solange du eigentlich weiß und europäisch bist, bist du ziemlich cool dabei. Wenn nicht, ist es eher blöd. Ja. Und also diese starke soziale, aber, und das sage ich schon, was ich in Dubai sehr steil gefunden habe, ist dieses, dass die Einheimischen, vor allem zu weißen Europäerinnen, also da merkt man halt den Abstand auch. Ja? Das ist auch ein Riesenpunkt. Also ist ganz interessant, weil bevor wir hingegangen sind, das, was am meisten dagegen gesprochen hat, war eigentlich, dass die Christina, meine jetzige Frau, und ich uns gedacht haben, wie ist denn das dort wirklich als Frau? Also das Thema Scharia-Law ein bisschen schon kennend, weil damit beschäftigt man sich vielleicht ein bisschen vorher. Und da bin ich bei dir. Das ist also vom Sicherheitsgefühl her Wahnsinn. Aber auch da für eine bestimmte... Ja, obwohl in Dubai, also ganz ehrlich, also unsicher hätte ich mich nicht gefühlt. Nein, du dich nicht. Ja. Aber ich meine für eine bestimmte, darf ich so sagen, für eine bestimmte Hautfarbe und Herkunft. Ja. Man will nicht wissen, wie es dort anderen Frauen zum Beispiel geht, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Ne? Das stimmt. Ja. Ich habe das letzte Mal, wie ich war, habe ich eine Führung gemacht in dem alten Teil von Dubai, mit einem Emirati, der irgendwie erklärt hat, wie die Traditionen waren und so. Ja. Was wahnsinnig spannend war, wenn man sich überlegt, dass das jetzt 50 Jahre her ist. Ja. Und da hat er schon, weil ich gesagt habe, aber wie ist das für euch jetzt hier zu leben? Weil in 50 Jahren, er hat das noch halt mitbekommen, wo sich das so stark verändert hat. Und er hat gesagt, ja, also die Veränderungen, die unsere Gesellschaft mitgemacht hat, das muss eine Gesellschaft auch mal aushalten. Ja, voll. Und das vergisst man halt manchmal ein bisschen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es super ist. Nein, ich bin voll bei dir. Aber ich glaube, das ist schon, also... Unterschreibe ich, ja. Ich meine, innerhalb von 50 Jahren, und das ist ein Fakt, das werden wir auch die Leute ja dort bestätigen, von Beduinenzelten und Kamelen in einem Lamborghini sitzen, und eigentlich gar nicht einmal so richtig wissen, warum es so ist, weil das ist ja auch dort, ich meine, was natürlich dort wahnsinnig gut funktioniert hat, ich nehme an, es funktioniert noch immer gut, das muss man schon sagen, ist, dass die einen wahnsinnig guten Zusammenhalt in ihrer eigenen Kultur unter Anführungszeichen haben, weil du hast, wenn du als Emirati geboren bist, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht irgendwann auf der Straße sitzen. Ja? Und das hat halt auch wieder Vorteile und Nachteile, ne? Weil es halt immer die Frage ist, wie geht eine Gesellschaft damit um, dass sie weniger Probleme haben. Ja, vor allem, ich meine, wenn man sagen muss, wenn man sich anschaut, die Bevölkerungsstruktur von den Emiraten, ist ja die emiratische Bevölkerungsanteil der kleinste eigentlich. Genau. Ja. Also die haben in 50 Jahren praktisch ihre gesamte Bevölkerungsstruktur verändert. Ja, genau. Und das ist schon, ich meine, das geht mit Geld halt leichter. Das ist ihnen ja dann zwischendurch eher auch ausgegangen, aber halt nicht allen in den Emiraten, sondern halt hauptsächlich Dubai. Und dann passieren halt so was ich halt total originell finde, einfach, dann heißt halt der hohe Turm, nicht mehr Burj Dubai, sondern Burj Khalifa, so wie der Regent von Abu Dhabi, weil der hat ihn halt dann fertig zahlt. Ne? Voll. Also halten zusammen. Aber was ich bei Dubai total schräg fand, was mich Leute nicht wissen, wenn sie nicht länger dort waren, oder Leute kennen, die länger dort waren, also
Was halt nicht funktioniert dort, ist alles, was Logistik betrifft. Genau. Nämlich gar nicht. Ja. Tanken, Herausforderung. Ja. Es kostet nichts, das Tanken. Nein. Aber es gibt ja noch keinen. Du kommst zu unserer Tankstelle und die sagen, na. Ja, wir haben geht gerade nicht. Ja. Wann warst du dort? Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal und davor ziemlich zur gleichen Zeit wie du. Ja. Nein, es ist also Logistik, kannst dort kippen. Also es ist der Verkehr an sich eine Herausforderung. Also, ja. Also das ist gelinde gesagt. Also ich habe für die Strecke. Also es ist ein Land, das dich da mal generell dazu zwingt, so viele Jobs wie im Haushalt sind, brauchst du Autos. Mhm. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ja. Was dort, wenn man jetzt vom Umweltaspekt her absieht, dir vollkommen wurscht ist, weil es kostet dort weder das Auto noch das Benzin wahnsinnig viel. Mhm. Ja, weil ja alles steuerfrei ist. Und sie halt auch am Öl teilweise gesessen sind. Ne? Und das ist ja auch okay. Nur das Problem ist, sie haben es einfach unterschätzt, was das bedeutet, wenn da plötzlich 80% mehr Leute ins Land kommen und alle Auto fahren müssen. Ja? Also ich habe teilweise für die Strecke, für die ich normalerweise 25 Minuten brauche, bin ich 3 Stunden im Auto gesessen. Ja. Nein, ja. Aber war eine spannende Erfahrung jedenfalls. Was sind Menschen und oder Ereignisse, die dich geprägt haben? Viel. Ich bin ja schon, wie gesagt, ich bin ja schon so alt. Naja, ich habe ja gesagt, ich bin nur 25, oder? Also, ja, sie also, nicht alle. Also irgendwie, ja. Also jetzt wirklich, also Ereignisse, ich glaube wirklich, dass das erste Ereignis, das mich wirklich jetzt geprägt im Sinn von, ich kann mich so ganz genau daran erinnern, dass es passiert ist, wie es genau kommuniziert worden ist oder gerade genau, wie es einen erreicht hat und was es einfach verändert hat, ja, war tatsächlich, wie ich 10 war, Tschernobyl. Ja. Mhm. Warum ist das für mich so stark? Weil es für mich das erste Mal diesen direkten Zusammenhang zwischen es passiert etwas, wovon du vielleicht vorher selber noch nie was gehört hast, und es kommt über die Medien eine unglaubliche Welle rein und wie damit umgegangen wird. Das habe ich so vom Gefühl noch. Gemüse also, abkochen. Ja, nein, also ich kann mich, ich sag's euch, ich kann mich an genau die Situation erinnern, wo ich mein Fahrrad damals in Wien in vor der Wohnung wieder angekettet habe und meine Eltern sind vom Fernseher gesessen und haben es nicht gepackt. Mhm. Ja? Und ich dann gleich auch nicht. Mhm. Ja? Also das war so wirklich etwas, wo ich mich wirklich so ganz genau dran erinnern kann. Ich bin durch klarerweise, aber auch in dem Fall wirklich im Positiven durch meine Eltern sehr stark geprägt. Ja? Also die mir sehr, sehr früh schon sehr viel zum Thema Offenheit und wie ist das mit anderen Kulturen und anderen Religionen und anderen Meinungen etc. Zu tun haben. Das ist eine sehr starke Prägung. Mich hat extrem stark, merke ich immer öfter, der nette Herr, der mir den Fischmeck weggegessen hat, geprägt als Person, weil er mir in dem Moment, wo ich noch gar nicht gewusst habe, worum es eigentlich so gehen könnte in Branchen, in einer Karriere, das sind ja alles so komische, ja, wann hat man eine Karriere, also keine Ahnung. Ja. Der mir so viel mitgegeben hat, was jetzt wieder so wichtig wird, was kurz mal überhaupt nicht richtig anerkannt war teilweise, vorübergehend, also nämlich genau dieses persönliche Kontakt. Ja. Und dann kam dieser Riesenschwung zum Beispiel in das Ganze alles digital und Dings und na, man braucht ja eh nicht mehr viel mit Menschen etc. Das war ja eine Zeit lang wirklich ein Trend. Und auch im Marketing und der Kommunikation. Und ich bin so froh, dass es einfach immer mehr auch wieder kommt, dass es so wichtig ist, sich Zeit für Kommunikation zu nehmen. Ja. Also das hat mich schon auch extrem geprägt. Ja, ich meine, die Christina, meine Frau, die einfach von der Persönlichkeit her, Gott sei Dank, einfach wirklich in vielen Punkten ganz anders ist als ich, ja, und das macht einfach unglaublich viel aus, auch was mit Sichtweisen zu tun hat, ja, und ich meine, ich hoffe, es ist nicht so klassisch, aber es ist einfach so, also die Geburt von meinem Sohn war einfach mind-blowing, ja, und vor allem wird es immer mind-blowender, die Geburt, weil jetzt ist er halt auch schon 7 und in der ersten Klasse Volksschule. Und ich habe gestern mit der Christina darüber geredet, das ist so arg, ja? wenn man das erlebt hat, wie jemand auf die Welt kommt und plötzlich steht der in der Früh halt mehr oder weniger freiwillig auf und zieht sich an, ja? Und dann geht er in die Schule. Und dann denkst du, wow, ja? Wie arg ist das? Auch das wird sich wieder ändern. Auch das wird sich wieder ändern. Ja? Genau, dann steht er nämlich nur noch gern auf. Nein. Oder auch nicht so. Oder auch nicht so. Nein, also das sind sicher Dinge, die mich sehr geprägt haben. Was mich auch sehr geprägt hat, sind ganz viele Menschen. Das sind wirklich auch einfach Leute, mit denen ich tatsächlich sehr stark auch in der,
in der Musikbranche zu tun hatte, also Kreative und Künstler, mhm. ja, mhm. wo es einfach von sehr bekannten bis zu gar nicht bekannten Leuten vollkommen egal, einfach irrsinnig spannend ist, unterschiedliche Dinge zu sehen und zu hören. Ja. Aber irgendwie größtenteils ist mir immer aufgefallen, diese wirkliche wahnsinnige, unbändige Kraft und Energie von den Leuten, ja, etwas tun zu wollen, was für Menschen gut ist. Mhm. Ja. Also, Musik ist so ein hochemotionales Produkt. Mhm. Ja. Produkt ist eh schon ja. so arg, wenn man sagt. Ja. Ja. Aber das finde ich einfach toll, wenn Menschen mit sowas umgehen. Also das ist so, das schwingt so bei mir immer mit und das hat mich extrem geprägt. Also mhm. dieses Offene, dieses wie geht man damit um, was ist Kommunikation, wie tut man, schauen, wie sich Menschen entwickeln, Freiräume geben, das ist so ein bisschen die Geschichte, die da immer wieder kommt. Ja. Dieses Menschen etwas Gutes tun, da ist ja Marketing oft verschrien, weil man sagt, ja. Marketing ist nichts Gutes. Also ja. gerade in der Zeit, in der wir leben, ja. wo es geht um Nachhaltigkeit und bla bla, ja. und dann bist du derjenige, der Leute quasi dazu bringt, noch mehr zu konsumieren. Ja, voll. Das ist ja dann auch das eine ziemliche Zwiespalt? Ja. ja. Ja, also mindestens einer. Ja, ja deswegen finde ich es tatsächlich auch so cool, dass ich die Chance habe, in einem durchaus recht großen Unternehmen mit durchaus einem ansehnlichen, tatsächlich auch Budget zumindest versuchen zu können, das zu verändern. Und ich sage es ganz ehrlich, einerseits, weil es mir wichtig ist, andererseits, weil ich aber auch finde, die Menschen sind ja nicht deppert. Ja? Also das darf man ja, das ist ja so nicht. Ja? Und nur weil jemand etwas nicht punktuell ausformulieren kann, heißt es ja nicht, dass es nicht im Gefühl schon da ist. Mhm. Ja? Also, und gerade bei dem, was ich jetzt tue, wofür ich verantwortlich bin, hinzubekommen, dass man aus diesem Thema, genau in diesem Produkt, in dem wir unterwegs sind, also einen extremen Shopping-Bezug hat. Mhm. Ja? Also die Brutal-Inszenierung von dem, was von der Branche, in der ich jetzt bin, also nicht Marketing, sondern dem Geschäftsfeld, also Financial Technology, mhm. ist ja möglichst selber viel Geld zu bekommen, damit dass andere Menschen keins mehr haben am Ende des ja. Tages. So. Und deswegen finde ich es so großartig, in so einem Umfeld zu schauen, dass man eben ja, genau in der Funktion oder mit dem, was ich dort tue, mhm. aber so einen Unterschied machen kann. Mhm. Ja, also die Möglichkeit zu haben. Mhm. Ja. Und das ist für mich essentiell, weil ich nicht daran glaube, dass eben es auch nur irgendeinen Unterschied noch machen wird auf diesem Planeten, ob der nächste Marketingmensch eine besonders tolle Kreativ- oder Award ausgezeichnet oder Impact-stark, wie es da noch heißt, ja, Kampagne machen wird. Das wird den Unterschied nicht mehr machen. Denn die Frage wird sein, wie viel was von dem, was man tut, oder die Frage ist schon, glaube ich, was von dem, was man auch im Marketing- und Kommunikationsbereich tut, kann man mit etwas verbinden, wo Menschen die Möglichkeit bekommen, selber wieder etwas Gutes zu tun. Mhm. Weil ich löse das gesellschaftliche Problem nicht, wenn ich 5 Millionen Euro spende. Mhm. Nein, gar nicht. Na, also dadurch findet ja kein Umdenken statt ja. Ja, bei Ressourcen. Ja. Ja. Bei dem Podcast, den wir beide hören, war das auch ein Thema. Weil einer davon bei dem Workshop war, da ging es eigentlich um Fotografie und so weiter. Und da waren aber eigentlich eher Unternehmen, die auch versuchen, ihr Wissen weiterzugeben und ja. versuchen, nachhaltig was zu machen. Ja. Und ich habe es total spannend gefunden, die Idee, darüber nachzudenken, was kann man als einzelner Mensch irgendwie anderen weitergeben, dass sie auch etwas Gutes tun können. Ja. Das finde ich total interessant, darüber nachzudenken. Und ja. da ging es halt zum Beispiel, dass die gesagt haben, keine Ahnung, für jedes T-Shirt, was sie verkaufen, pflanzen sie 5 Bäume. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und das Know-how, wie man das umsetzt, haben sie dann weitergegeben. Und ja, das ist ja auch eine gute Geschichte. Ja, ja. Genau. Ja. Und das sind wir jetzt genau beim Punkt. Das ist eine gute Geschichte. Gute Geschichten werden gelesen und damit kann man sie verkaufen. Mhm. Aber jetzt kommt's. Wenn die Geschichte nicht stimmt, hat man echt ein großes Problem. Ja. Ja. Also wenn die Geschichte nicht authentisch ist und wenn man den Eindruck hat auf Seite 3 von einem Buch, also irgendwas stimmt da doch bitte nicht, das ist doch wieder der nächste Blödsinn, der daherkommt, nur damit ich das Buch kaufe. Mhm. Dann löst das was aus und das ist meiner Meinung nach extrem unabhängig von gesellschaftlicher, sozialer Schicht, weil dieses Grundgefühl, das, ich sage es jetzt ganz, ganz plakativ, ja, wann werde ich denn beschissen und wann nicht, ja, ich glaube, das haben Leute. Ja. Ja, das ist eine Antenne, die gibt's. Mhm. Ja. Worauf bist du stolz? Eigentlich darauf, dass ich in meinem Leben keinen einzigen, also jetzt beruflich tatsächlich, dass ich nichts, woran ich nicht geglaubt habe, länger als unbedingt notwendig, um zumindest die Miete zu zahlen, gemacht habe.
Ich wäre noch stolzer, wenn ich es auch noch auf die Miete geschissen hätte, aber ich glaube, dann hätte ich doch ein anderes Problem. Ja. Ja. Nein, aber das ist was, worauf ich stolz bin, dass ich glaube, für mich einfach die Dinge, die mir wichtig sind, und es gibt immer auch neue Dinge, die mir wichtig sind, man entwickelt sich ja Gott sei Dank und hoffentlich auch weiter, einfach schon für mich habe verankern können. Und ich bin stolz darauf, dass ich sowohl beruflich als auch privat die Möglichkeit bekomme, weil da bin ja auch ich stolz drauf, weil irgendwas muss ich ja auch getan haben, damit ich die Möglichkeit bekomme, ja, Menschen die Möglichkeit zu geben, ja, zu wachsen. Also ob das jetzt privat mein Sohn ist, der also jetzt nicht nur so wächst, sondern ja auch nach oben, ja, aber das ist das eine, aber auch beruflich. Ja, also ich glaube, es ist, du hast das gerade gesagt, na, dieses Thema Know-how weitergeben, Unternehmen, das fängt ja auch schon das fängt ja zuerst einmal immer alles im Innenleben des Unternehmens an. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, ich sehe es gerade, in Berlin so stark jetzt, klar, weil ich halt dort bin auch, ja, wo halt ganz viel so Startup und immer neu passiert. Und es geht mittlerweile bei einer immer größer werdenden Anzahl an Menschen nicht mehr darum, ob das Büro cool ist, ob das Gehalt jetzt genau das ist, was man sich erwartet, ja, ob das jetzt so und so ist und ob von mir aus der Vollautomat gut oder schlecht ist, sondern tatsächlich, ob es irgendwo einen Impact hat, der irgendjemand anderem was ermöglicht, ja, oder der einen selber ans Gute glauben lässt. Das kommt jetzt immer mehr. Ja. Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, so einen Gedanken führen zu können in einem Unternehmen, aber auch diesen Leuten, die so ticken, ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel auf mich ganz organisationstechnisch runterbreche, mein Team dort, ja, ihnen die Möglichkeit zu geben, das, was ich einfach weiß, weil ich schon länger auf dieser Welt bin als sie oder schon länger arbeite, das einzubringen in das, was ihnen wichtig ist. Ja. Weil das Ziel muss ja sein, dass Menschen, ich möchte, dass die alle viel besser Marketing und Kommunikation machen können als ich irgendwann. Weil sonst wäre ich ja vollkommen fehl am Platz. Ja. Bei dem Punkt möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Bitte. Und zwar, ich glaube zwar schon, dass die Leute suchen, auch den Ausgleich und auch was Gutes tun wollen. Ja. Ich glaube, dass nur ganz viele Leute sich das auch außerhalb des Berufes suchen. Ja. Nämlich auch ganz auch bewusst, einfach um das zu trennen. Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Also ja. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, wir haben 2015 in der Flüchtlingskrise okay. gesehen, ja. wie viele Leute da mit welchem Know-how, und jetzt so komplett unterschiedlich, gekommen sind und einfach etwas tun wollten. Okay, aber das ist toll. Ja, und ich glaube, das war das Tolle an dem Sommer einfach, dieses, dass man sieht, dass die Gesellschaft zusammenhalten kann, wenn es notwendig ist. Das ist aber toll. Ja. Und das sind gekommen von Lehrer, Krankenschwester, Friseure, es hat alles gebraucht. Ja? Super. Und ich glaube aber, dass es ganz bewusst war, auch aus seinem eigenen Feld rauszugehen. Okay, verstanden. Und das glaube ich, das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Super. Also ich meine, wenn du das so erlebt hast und das so ist dadurch, dann finde ich das noch besser. Ja, ja, ich glaube, das war auch einer der Punkte, warum wir unseren Podcast angefangen haben, ist auch etwas Neues zu machen und etwas selbst zu schaffen. Ich glaube, dieses Selbstschaffen ist auch voll. Ein Thema. Das stimmt, ja. Na, das finde ich cool. Echt, der Mannshof, das ist echt super. Ja, ist wirklich. Das ist schön, schönes Erlebnis. Ja. Ich habe jetzt die letzte Frage, große Frage in dem Thema. Ich habe meine Cue-Card verhaut. Deswegen halte ich das auf. Ja, ja. Ich habe andere, die ich noch nicht angeschaut habe. Und zwar, was bringt dich zum Lachen? Zynismus, was manchmal nicht nur produktiv ist. Also, was denn? Das ist halt komisch, wenn sich einer abhaut. Dann irgendwie der Einzige im Raum und so, ist blöd. Aber mein Gott, ja. Mich bringen so diese Zwischendurch-Momente, ja. Also dieses, das ist so schwer zu sagen, also wo du einfach, teilweise wenn ich einfach jetzt, ich sage jetzt irgendwas am Flughafen oder im Flugzeug oder im Kaffeehaus oder egal wo sitzt und du siehst irgendwas, ja, wo du einfach schmunzeln musst. Und das geht jetzt gar nicht darum, haha, was ist denn da los, sondern einfach so Dinge, die man selber vielleicht schon erlebt hat. Ja? Oder ich meine, ganz, ganz einfache Sachen. Ja? Mich bringen momentan, logischerweise, weil es einfach so ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens ist, Kinder unglaublich oft zum Lachen. Ja? Und ich sage es auch ganz ehrlich, bei Kindern ist es nicht nur, weil sie so lustig sind, sondern weil sie teilweise lustig sind und dir Sachen dadurch ins Gesicht tragen oder du Sachen siehst, wo du einfach denkst, möglicherweise lache ich gerade aus Verzweiflung.
Weil das einfach total cool ist, Kostas, was da kommt. Also das finde ich großartig. Und wenn man's, also was mich seitdem ich an Fernsehen sozusagen denken kann, zum Lachen bringt, ist Louis de Funès. Also ich diesen Menschen liebe ich über alles und das war einer von denen, wo ich sage, also wenn es der noch 200 Jahre länger gemacht hätte, hätte ich mich zumindest gefreut drüber. Kannst du gut über dich selbst lachen? Ja, schon. Also zuerst versuche ich immer möglichst nicht über mich zu lachen, weil es ja irgendwie komisch ist, wenn man über sich selbst lacht. Also komisch ist ja jetzt so. Aber eigentlich habe ich jetzt mit 44 eine Routine entwickelt, nachdem ich, also ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch. Das heißt, ich nehme, manche Dinge sind für mich einfach schwieriger im Umgang. Manche Diskussionen machen mich sehr schnell emotional. Mhm. Und ich lache über mich selber, weil es noch immer so ist, aber ich besser damit umgehen kann. Also ich lache über mich, weil ich einfach immer derselbe Trottel bin wie immer. Ja. Aber ich habe mich damit abgefunden und ich kann es besser behandeln. Ich will halt so einfach so bleiben. Ja, genau, was soll ich jetzt machen? Wir sind wieder am Ende angelangt. Und wir haben jetzt auch gerade wieder im Off geredet, wir reden heute so viel im Off, dass wir eigentlich, dass die Zeit irrsinnig schnell vergangen ist, weil es wirklich ein super, super gutes Gespräch war. Aber wir sind ja Gott sei Dank noch nicht ganz am Ende. Jetzt gibt es nämlich diese berühmte Frage, gibt es noch etwas, was du uns oder den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Ja, voll. Ich würde gern wirklich alle, die das hören oder die sich damit auseinandersetzen, dazu ermutigen. Ich stolper immer wieder drüber und es ist für mich der Ursprung für Erfolg und Erfolg. Lässt sich ja nicht jetzt am Konto messen, sondern einfach irgendwo einfach vielleicht Dinge zu tun, die einem wichtig sind oder ganz andere Dinge. Jeder definiert ja und jeder Erfolg so, wie er oder sie will. Aber was ich den Leuten wirklich raten würde, ist tatsächlich Dinge zu tun, die einem wichtig sind und die für einen selbst einen Unterschied machen können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es andere gibt, für die sie auch wichtig sind und für die man mit einen Unterschied machen kann oder dann im besten Fall gemeinsam einen Unterschied machen kann, ist einfach groß. Ja. Und ich würde einfach echt gerne eine Lanze dafür brechen, dass das Wort Kategorie aus dem Sprachschatz gestrichen wird. Ich finde, Kategorie ist für mich momentan, also wenn man mich fragt, das Antiwort 2020, ist es Kategorie. Jetzt nicht, weil es jetzt gerade so oft kommt, ja, aber für mich ist scheitert so viel Gutes, was ich sehe, und mit gut meine ich jetzt nicht nur gesellschaftlich gut, sondern auch gute Arbeit oder gute Idee, daran, dass glaube ich, aufgrund der Zeitnot, unter der wir teilweise leider alle stehen, immer versucht wird zu schubladisieren, bevor man sich überlegt, ob es was Gutes eigentlich ist. Ja? Es ist so leicht zu sagen, ich sage jetzt irgendetwas, ja, Pop höre ich nicht, weil es ist eine Scheißkategorie, jetzt immer im Musikraum zu bleiben, ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich möchte mich ja nicht von einem Algorithmus beschneiden lassen, ja, nur weil ich eine Kategorie nicht will. Ja. Also ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen wieder hinsetzen, ja, und überlegen, was gefällt einem eigentlich. Ja. Und ich glaube, da kann man extrem viel Kraft und Energie draus gewinnen. Aber hoffen Sie für Neues. Ja. Na voll. Aber gerade, ich mein, bei Musik ist ein gutes Beispiel, ja, auch wie Fernsehen. Ja. Ich glaube, das ist manchmal ganz gut, auch sagen, okay, ich höre mir jetzt mal eine Band an, die jetzt gar nicht so in meinem Bereich ist. Vielleicht passt es, vielleicht auch nicht. Genau. Aber dann weiß ich zumindest. Ja, genau. Dann weiß man es. Also das ist, genau, und das ist der Punkt, gell, man verliert, glaube ich, und das ist das, wenn man sagen, worum soll es denn gehen? Also einfach, ja, es klingt so blöd, aber mit offenen Augen und Ohren und Nase und Mund durchs Leben zu gehen, macht schon ein bisschen Sinn. Zu wissen, was einem nicht gefällt, ist meistens der großartigste Moment, den man haben kann, weil man plötzlich weiß, worin man Energie fokussieren kann. Aber man sollte halt nicht aufhören, trotzdem zu schauen, ob das noch passt. Mhm. Ja? Und einfach sich Dinge anzuschauen. Ja, das ist es eigentlich. Also, fuck the category. Und ich habe meine Quote. Ja, also mir bleibt es noch, danke zu sagen fürs Zeitnehmen, fürs Herkommen. Es war super, es ist spannend. Ich sehe da noch einen zweiten Teil kommen. Weil ich habe gerade die Marketingfragen angeschaut, wir haben keine einzige. Ja, das finde ich so schön. Weil wenn ich kurz auf meine Quote referenzieren darf, haben wir es geschafft, über Dinge zu sprechen, die uns, glaube ich, allen wichtig sind. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, vielen Dank, und ich komme gerne wieder. Sehr gut. Dankeschön. Es bleibt uns die allerletzte Folge, und zwar... Frage. Danke. Das ist Chance. Also, es kommt die allerletzte Frage, ja, und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Nur mit Milch momentan.